Gäste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Ich habe mir dafür jetzt mal hier genialerweise die Module aufgemalt. So, oben haben wir parallel, ich habe es jetzt extra schön gezeichnet, und unten die Reihenschaltung. Wenn wir jetzt einfach mal von jedem Modul von 100 Watt ausgehen, einfach damit wir es einfacher zu rechnen haben, wäre ja die Gesamtleistung irgendwo 400 Watt, wenn alles optimal laufen würde. Natürlich auch bei der Reihenschaltung, das ist klar. Da wir aber nicht in Kalifornien leben und etc., was ich in meinem PV-Manifest gesagt habe, könnt ihr euch mal angucken. Ja, es ist eben so, dass es halt scheiße ist, wenn du es in Reihe schaltest, weil ihr wisst ja, in der Reihenschaltung ist der Strom immer gleich, das heißt die Leistung natürlich auch. Jetzt sagen wir mal, ja, hier liegt ein bisschen Schnee drauf, auf dem Modul, wir simulieren das jetzt einfach mal, oder wir machen mal die Hälfte, dass der Hälfte hier mit Schnee zugetüdelt ist und Eis, und bei der Parallelverschaltung auch, und gucken dann nochmal. Jetzt sagen wir mal, hier kommen noch 50 Watt raus. Da der Strom bzw. auch die Leistung bei einer Reihenschaltung gleich ist, wären es halt 4 × 50 Watt ohne Bypassdiode. Das wären 200 Watt maximal, was möglich ist. Und wenn man jetzt aber hier eine Bypassdiode reinmacht, dann wird so gesehen das Panel außer Kraft gesetzt, damit die Panel die 100 Watt liefern können. Und da wären wir ungefähr bei 300 Watt. Ne, was die drei Panel noch liefern können, das wird außer Kraft gesetzt und wir sind bei 300. Wie sieht das bei der Parallelverschaltung aus? Ganz einfach, die sind natürlich unbeeinflusst, das sind die 300 Watt. Und hier haben wir genau die Hälfte, also 350 Watt. Ne? Und das sind 50 Watt mehr, deswegen wird die Parallelschaltung immer gewinnen. Und ja, das ist halt die komplette Verblödung der Leute, ne? Mit ihrer Reihenschaltung. Ja, könnt ihr mal, für alle, die das verstehen und so, müsst ihr euch mal in ein paar Wochen, guckt ihr nochmal unter das Video, die Kommentare, ein bisschen Popcorn und so, und lest euch mal durch, was die Leute für ein Dünnschiss schreiben. Übelst geil, Leute. Ne? Und dann test doch mal das und das. Ja, nee, das Physikbuch hier. Also stimmt die Physik nicht mehr, ne? Ja, ist jetzt nicht 100% so ein Hut-Video, aber... Ja, ihr seht das halt mal, ne? In 2 Minuten, was man die letzten 3 Jahre oder 5 Jahre, was ich versucht habe zu zeigen, mit Tests zu belegen, bliblablub, das 5. Klasse Tafelwerk, und die Leute sind halt einfach nur alle zu blöd. Ja, Grüße gehen raus an alle PV-Anlagenbauer, die ihr Zeug. Entschuldigung, Solaranlagen, ne? Wir tun ja alle Wasser immer in Reihe klemmen. Ja. Ihr seid ja die letzten Vollspastis, ne? Und alle, die eine Reihenanlage haben, die wurde halt abgezogen, ne? Ja. Wird natürlich wieder das dämliche Argument kommen, dass man ja mehr Kabel braucht bei der Parallelverschaltung und so. Ja gut, wenn du kein Kabel hast, alles gut, Digga, dann lass doch alles so, ne? Scheiß auf die Leistung, ne? Wenn du jetzt eine 10 kW-Anlage hast, dann die werden natürlich noch ein bisschen anders. Scheiß einfach drauf, Digga, ist doch alles egal, ne? Schön wieder RDL gucken und alles ist schön, ne? Ja, falls ihr keine kompletten Gehirnspastis seid, ja, in meinem PV-Manifest erklärt ich euch ja auch noch, dass nicht nur die Verschaltung ist falsch, die Reihenschaltung haben alle, fast alle falsch, ist natürlich auch die Modulart. Also ihr habt ja bei der Reihenschaltung meistens so 20 bis 40 Volt Maximum Monotrack, ne, für den März. Ne? Peak im März. Und durch diese geringe Spannung, umso niedriger die Spannung ist, umso höher ist natürlich der Strom. Und deswegen braucht ihr dickere Kabel, weil ich habe 150 Volt Module. Ne? Und bei 100 Watt, sagen wir mal, rechnen wir mal einfach mal einfach halber 100 Volt, dann wäre das genau hier 1 Ampere. So, wenn wir hier 100 Watt. Nehmen wir einfach 25 Volt, oder? Oder nehmen wir 50 haben die nicht, das ist unrealistisch. Eigentlich 25. Machen wir mal 25. Das wären dann 4 Ampere. Aber bei Reihenschaltung ist der Strom immer geringer. Wissen wir alle, ne?
Ihr Vollidioten. Ja, ne, also ich kann euch nochmal ans Herz legen. Photovoltaik Manifest, das habe ich vor ein paar Jahren gemacht. Da ist das im Grunde genommen auch mit drinne, jetzt nicht so einfach gezeigt wie hier jetzt. Aber ja, da ist alles drin. Macht die Anlagen, baut euch das ordentlich, baut es richtig, wie es im Physikbuch steht und nicht wie irgendwelche YouTube-Spastis, die zu doof sind, ein Datenblatt zu lesen und fünfte Klasse Physik nicht aufgepasst haben. Können wir machen, ne? Aber dann erwartet nicht von mir, dass ich eure dämlichen Kommentare beantworte. Ja, für alle und für meine Zuschauer, die das schon begriffen haben. Ja, ihr seht doch das mal, ihr wart ja jetzt eine lange Zeit dabei. Über Jahre, wo ich das eben gezeigt habe, mit Tests und bla. Es ist sinnlos, Leute. Die Leute sind komplett verblödet. Auch unter dem Video werden sie wieder schreiben, dass ich Unrecht habe und Parallelreinschaltung ist immer besser und bla bla bla. Wissen aber nicht, was eine Blockdiode und Bypass-Diode Unterschied kennen sie aber nicht, ne? Oder Wattzahl, Digga. Mit Wattzahl bin ich raus. Ihr hört, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, deswegen noch nicht ganz so fit. Also ich sag's euch, wie es ist, Leute. Ich hab die Schnauze voll. Ich diskutiere nicht mehr mit Idioten rum. Und ich mache auch nicht mehr für Idioten Videos. Das ist mir einfach zu doof, wisst ihr? Tschüss.